Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland kann uns alle nicht zufriedenstellen. Nach einer Rezession im letzten Jahr musste die Wirtschaftsprognose für das Jahr 2024 auf 0,2% Wachstum nach unten korrigiert werden. Und jetzt, Bundeswirtschaftsminister hat es angedeutet, müssen wir uns an der Stelle sehr, sehr ehrlich machen, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten 4 Jahren erhebliche Effekte gehabt, insbesondere die Corona-Pandemie und dann natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland eingetrübt haben. Gleichwohl, dass wir aktuell, insbesondere beim Potenzialwachstum, nicht da sind, wo wir sind, das ist nicht allein zu erklären mit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg. Seit mindestens anderthalb Jahrzehnten, meine Damen und Herren, wird für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft nicht Ausreichendes getan. Das müssen wir nüchtern feststellen. Und Herr Kollege Dobrindt, deswegen finde ich manche Äußerungen hier vorne und übrigens auch die Breitbeinigkeit in der Rhetorik geradezu bemerkenswert. Es werden doch jetzt in Wahrheit die Standortnachteile Deutschlands offensichtlich. Es ist jetzt an uns gemeinsam, übrigens insbesondere auch mit den unionsgeführten Bundesländern, dieses zu ändern, meine Damen und Herren. Wir müssen endlich aufräumen in Deutschland und eine Wirtschaftswende einweiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und einiges ist bereits getan worden. Der Bundeswirtschaftsminister hat es eingeläutet. Wir haben beispielsweise das Freihandelsabkommen mit Kanada beschlossen. Wir haben bei der Einkommensteuer erhebliche Reduzierung vorgenommen. Allein in diesem Jahr 15 Milliarden Euro, die EEG-Umlage abgeschafft, die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe um 96% gesenkt, das Zukunftsfinanzierungsgesetz, damit in Deutschland wieder investiert wird, und natürlich die Genehmigungsbeschleunigung sowie insbesondere, um das Arbeitskräftepotenzial zu heben, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es werden im Bundeskabinett derzeit Bürokratieentlastungspakete besprochen, die schnell in den Bundestag kommen sollten, meine Damen und Herren. Ich will offen für meine Fraktion sagen, wir stehen nicht bereit für zusätzliche bürokratische Belastungen, wie sie die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen in den letzten Jahren vorgeschlagen hat. Und das in aller Klarheit zu sagen. Aber das allein, diese ersten wichtigen Schritte werden nicht ausreichen. Deutschland braucht eine umfassende und breit angelegte Wirtschaftswende. Und deswegen bin ich froh, dass sowohl der Bundeswirtschaftsminister als auch der Bundesfinanzminister sehr eindeutig gesagt haben, vor welcher Herausforderung wir stehen. Der Titel des Jahreswirtschaftsberichts ist ja nicht umsonst gewählt mit Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Selbstverständlich, das will ich offen sagen. Und bei den Vorschlägen aus der CDU und CSU ist es ja vorhin noch mal deutlich geworden, da fragt man sich ja, ob sie überhaupt jemals über Finanzierungsfähigkeit oder Finanzierungsvorschläge eingebracht haben oder überhaupt nachgedacht haben, Herr Dobrindt. Ich will in aller Klarheit sagen, was sicherlich nicht sein kann, und ich frage mich, ob überhaupt Einigkeit zwischen Union und FDP an dieser Stelle herrscht, was nicht sein kann, ist, dass sich der Staat Hals über Kopf weiter verschuldet, um das, was Sie vorschlagen, zu finanzieren. Ich bin ausdrücklich dagegen. Und gleichzeitig das, was der Jahreswirtschaftsbericht vorstellt und beinhaltet, das, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde, auch wenn unionsgeführte Bundesregierungen dafür nie die Kraft hatten. Jetzt ist die Zeit einer umfassenden und gezielten Angebotspolitik, meine Damen und Herren. Wir müssen zurück zu mehr Angebot, um unsere Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, das heißt insbesondere auch steuerliche Entlastung. Ich komme gleich noch mal auf den gestrigen Abend an der Stelle zu sprechen. Wir müssen, das will ich auch in aller Klarheit sagen, da nehme ich uns auch als Regierungsfraktion in die Verantwortung. Wir müssen als Koalition die Kraft haben, die Mammutaufgabe einer Wirtschaftswende zu leisten, für die andere in der Vergangenheit nie die Kraft entwickelt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen
will ich zum gestrigen Abend kommen. Der Kollege Alexander Dobrindt war bei der Sitzung des Vermittlungsausschusses ja ebenfalls zugegen. Und ich fand vor dem Hintergrund, lieber Kollege Dobrindt, Ihre Rede hier vorne gerade bemerkenswert. Sie haben gerade gesagt, diese Koalition, und ich teile die Einschätzung, sollte auch die Kraft haben, bei der Unternehmenssteuer Entlastungen vorzuschlagen und abzustimmen, durch den Deutschen Bundestag zu bringen. Ich teile das ausdrücklich. Wie kann man, wenn man ein rational denkender Mensch ist, wie kann man am Donnerstagmorgen Unternehmenssteuersenkungen fordern, wenn man sie im Vermittlungsausschuss am gestrigen Tag abgelehnt haben? Wie kann man das rational überhaupt hinkriegen zusammen, Herr Dobrindt? Wie schaffen Sie das intellektuell? Sie stimmen dagegen und fordern es am nächsten Morgen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und deswegen will ich das in aller Klarheit sagen und in aller Ernsthaftigkeit. Ich meine ja nicht nur, dass es keinerlei Vorschläge zum Bundeshaushalt 2024 aus der CDU-CSU-Fraktion gab. Die Wahrheit ist, am gestrigen Abend im Vermittlungsausschuss, meine Damen und Herren, gab es auch keinen einzigen Antrag der CDU-CSU. Sie beantragen nie etwas. Sie stimmen nie etwas zu. Das, was Sie machen, darauf beschränkt sich Ihre Wirtschaftspolitik. Sie schreiben Briefe. Hören Sie auf mit Briefe schreiben. Stimmen Sie für Entlastung in Parlamenten, meine Damen und Herren. Das wäre Ihr Beitrag zur Wirtschaftswende, den Sie leisten könnten. Und deswegen, ich komme, Frau Präsidentin, zum Schluss. Deswegen ist meine ganz herzliche Bitte, am gestrigen Abend hat es im Vermittlungsausschuss eine Mehrheit für das Wachstumschancengesetz gegeben. Aber machen wir uns nichts vor, es war ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis. Meine herzliche Bitte ist, die kommenden 4 Wochen zu nutzen. Das Wachstumschancengesetz ist am 17. November letzten Jahres hier von der Mehrheit beschlossen worden. Sie haben jetzt noch 4 Wochen Zeit, Ihre Meinung zu ändern und den Weg frei zu machen für die Entlastung der deutschen Unternehmen. Ich danke Ihnen. Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Andreas Audretsch.